ich möchte nirgendwo anders leben als in Bamberg. Denn Bamberg ist überschaubar. Weil in Bamberg brauche ich kein Auto. Und überhaupt, Bamberg hat doch für mich die schönste Bühne der Welt. Mit Klein-Venedig und der Regnitz. Wenn Bamberger über Bamberg reden, dann ist das wie eine Liebeserklärung. Überall in der Stadt hört man Lobeshymnen auf die barocken Schönheiten, auf die Faszination der Regnitz, der Kirchen und des Doms, vor allem auf das funktionierende Miteinander. Der Oberrodi ist in Bamberg ein einmaliges Original. Es gibt ja in Bamberg sehr viele Radfahrer. Die meisten lenken ihr Fahrrad mit den Händen. Es gibt sogar welche, die fahren ihr Fahrrad mit dem Kopf. Aber es gibt nur einen einzigen, das ist der Oberrudi. Der lenkt sein Fahrrad mit dem Hintern. Jeder hat einen Vogel und jeder hat einen Dick. Und der Jürgen, der hat den Dick mit seiner Gondel. Der Ingmar ist für mich eine ganz besondere Gestalt in Bamberg. Wir kennen ihn ja alle als Chef von der Brauerei Mar. Er ist ja ein Pferdenarr. Und was in Bamberg ihn so einmalig macht, ist, er hat seine Pferde auf der unteren Brücke stehen vor dem alten Rathaus und hat von der Stadt die Genehmigung, dass seine Pferde dorthin brunzen dürfen. Der Fritz, der Markus, alles war. Familie Kropf, das ist natürlich eine ganz alte Bamberger Familie, die auch Bamberg schon prägt. Wir leben ja hier am Wasser mit zwei Regnitzarmen und die Familie Kropf hat ja die ganzen Fischrechte. Sie betreiben das ja auch heute noch und halten dadurch auch die ganze Fischerzunft noch am Leben. Und die Familie Kropf hat der Sache schon ihren Stempel aufgesetzt.